Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich frage mich, ob sich die NPD nicht langsam selbst ziemlich erbärmlich vorkommt. Mit den 4 eingereichten Anträgen für diese Landtagssitzung will sie nun also allen Ernstes das in ihren Augen verhasste System verändern, gar das verhasste System abschaffen? Ach, natürlich muss ich aufhören, Herr Köster. Ich muss mich berichtigen, denn von den 4 Anträgen haben Sie ja zwischenzeitlich 2 zurückgezogen. Bleiben also immerhin noch 2 revolutionäre Anträge übrig. Und mit diesen 2 Anträgen wollen Sie also allen Ernstes Ihren Siegeszug antreten und die Massen begeistern? Ganz ehrlich, ich lache mich wirklich schlapp. Also das ist wirklich lächerlich. Schauen wir uns die politischen Schwergewichte mal an. Ui. Oh je. Die 2 verbliebenen Anträge bestehen aus 4,5 Zeilen und aus 1,5 Zeilen. Die NPD-Fraktion mit Millionenetat schafft es innerhalb eines Monats, gerade einmal 6 dürftige Zeilen aufs Papier zu kritzeln. Meine Damen und Herren, das ist ja schlimmste Leistungsverweigerung. Das ist ja schlimmste Trägheit gepaart mit Faulheit. Also mit deutschem Fleiß hat das definitiv nichts mehr zu tun. Ich finde das einfach nur noch peinlich. Damit müssen Sie selbst zurechtkommen. Sie diskreditieren mit Ihrem eigenen Auftritt ja die eigene deutsche Sache am allermeisten. Tja, aber leider, oder vielleicht ist es auch ganz gut, damit hört das Elend der NPD-Fraktion noch nicht auf, noch lange nicht auf. Im vorliegenden Antrag beschweren sich die Leistungsverweigerer der rechten Ecke doch allen Ernstes über Sozialleistungsmissbrauch. Wissen Sie was? Ich halte Ihr monatliches Arbeitspensum von 6 kläglichen Zeilen für den schlimmsten und größten Sozialleistungsmissbrauch, den es hier im Land seit langer Zeit gegeben hat. Sie verprassen hier Steuergelder und schaukeln sich ein auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. Das ist an Dreistigkeit ja nicht mehr zu überbieten. Ja, ich weiß, es ist Ihnen peinlich, dass man mal hier eine Leistungsbilanz vorführt von Ihrer Fraktion. Meine Damen und Herren, nach nur einer Wahlperiode ist die NPD-Fraktion so saturiert, dass sie scheinbar keinen Finger mehr krumm macht. Pöbeln kann der Herr Pasteurs aus seinem weichen Sessel hier im Plenarsaal gut, aber gebacken bekommt sein Männerverein schon lange nichts mehr. Naja, so gut. Ich bin ja froh, dass es nicht mehr ist, was Sie hier präsentieren. Ich freue mich ja über Ihre Arbeitsverweigerung, aber kommen Sie uns dann bitte nicht daher stolziert und referieren über Sozialbetrug und Leistungserschleichung. Ich finde das alles ganz schön traurig und ich mag mir auch gar nicht vorstellen, wie Ihre historischen Vorbilder im Grabe rotieren würden, wenn Sie das alles wissen würden. Aber mit diesen historischen Vorbildern habe ich auch wenig am Hut und auch wenig Mitleid. Schließlich haben Sie es vielleicht auch verdient, von einem so kläglichen Haufen beerbt zu werden. Was aber das Erbärmlichste an der ganzen Geschichte ist, ist doch, dass Sie sich kläglich daran versuchen, sich an aktuelle politische Geschehnisse anzuhängen, in der infantilen Hoffnung, von der politischen Debatte zu profitieren. Aber ich kann Ihnen sagen, da können Sie noch so lange demokratische Politiker hier vorne zitieren, es wird Ihnen nichts nutzen. Prätentiös versuchen Sie sich mit Ihrer dürftigen Resteleganz und Ihrer ganzen Ideenlosigkeit hinter abgefahrene Züge zu werfen. Ich sage Ihnen, die Debatte um die Visafreiheit von Serben und Mazedoniern läuft zwischen den demokratischen Parteien bereits im vollen Gange. Auf die NPD hat da niemand gewartet. Und mit diesem 1,5-Zeilen-Antrag tragen Sie auch nichts zur Meinungsbildung bei. Wahrscheinlich dämmert es den Herren von der NPD insgeheim schon seit Längerem, dass man sie weder braucht noch vermissen würde. Aber was bringen Sie denn nun überhaupt vor? Beschäftigen wir uns kurz damit. Die alte Angst vor der Überfremdung hier, Hetze wegen angeblichen Sozialleistungsmissbrauch dort. Ich sage Ihnen, ich halte es für absolut realitätsfremd. Glauben Sie wirklich in Ihrer Paranoia, dass wegen der 7.000 Asylbewerber aus Serbien und Mazedonien Deutschland vor dem Kollaps steht? Glauben Sie das wirklich? Ich halte das für nicht haltbar. Die Gesamtasylbewerberzahl in Deutschland liegt zwar im September 2012 über dem Vorjahreswert, aber kaum höher als im September 2010. Frau Tegtmeier hatte das eben gerade schon sehr gut und ausführlich vorgetragen, aber ich trage es trotzdem nochmal vor. 2010 gab es insgesamt 41.300 Asylbewerber in Deutschland. 2011 gab es 45.700 Asylbewerber
und 2012 gab es bisher 40.201 Asylbewerber. Sie machen hier einfach nur Panik. Und zur Erinnerung, 1992 lag die Zahl der Asylbewerber bei 438.000. Das ist das Zehnfache. Und Sie stellen sich hier hin, als ob die Welt untergeht. Deswegen glaube ich auch, dass es momentan keine Notwendigkeit gibt, diese Regelung anzufassen. Aber es sei so. In der aktuellen Debatte in Deutschland muss jetzt abgewogen werden, welcher Weg beschritten werden kann, damit in Zukunft die wirklich notleidenden Menschen in Serbien und Mazedonien, die Asylberechtigten auch weiterhin die ihnen nach Menschenrechtskonventionen zustehenden Hilfen erhalten. Nach Aussagen der serbischen Regierung und auch der Europäischen Union ist die Situation der Roma in Serbien und Mazedonien äußerst prekär. 30% der rund 450.000 Roma haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 70% leben ohne Abwasserbeseitigung, das durch Kanalisation. Nach Umfragen sind sie die am meisten diskriminierte Bevölkerungsgruppe. Ihnen werden vielerorts elementare Menschenrechte vorenthalten, wie der Zugang zu Bildung, wie der Zugang zu Ausbildung, wie Arbeit und Gesundheitsversorgung. Ich weiß, dass die NPD nichts von Menschenrechten hält. Das müssen Sie nicht jedes Mal bestätigen, Herr Pasteurs. Ihre Maxime lautet bekanntlich, nach unten zu treten und nach oben zu buckeln. Hier gegen Asylbewerber hetzen, dort den großen Fraktionsvorsitzenden in seiner Selbstgefälligkeit bestätigen und einen hirnlosen Führerkult zelebrieren. Ich kenne nichts anderes von Ihnen. Ist das alles eigentlich alles, was Sie zu bieten haben? Es tut mir einfach leid, es ist beschämend, aber was rege ich mich eigentlich auf? Denn die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, denen ist ja schon lange bewusst, dass mit Menschen, die nach unten treten und nach oben buckeln, keine liebenswerte und keine lebenswerte Gesellschaft aufzubauen ist. Mit diesen Menschen nicht. Ihrer schwindenden Wählerschaft sollte bewusst sein, dass sich dieser Hass, den Sie da in den Landtag gewählt haben, schnell gegen Sie selbst richten kann. Denn wer in den Augen der Rechtsextremisten schwach ist, auf dem wird früher oder später ebenfalls herumgetreten und herumgetrampelt. Wir Demokraten stehen dafür, diesem Irrsinn die Stirn an jeder Stelle zu bieten. Entscheidend ist aber, meine Damen und Herren, dass die demokratischen Parteien die Debatte um die Visafreiheit bereits führen und nun die sachlichen Argumente gegeneinander abwägen. Ganz bestimmt wird dieser alberne Anderthalbzeiler nicht in unsere Bewertung eingehen, den die NPD hier vorgelegt hat. Deswegen können wir Demokraten und Demokratinnen, auch wenn wir in der Sache nicht einer Meinung sind, dieses traurige Stück Papier mit bestem Wissen und Gewissen ablehnen. Bevor ich meine Rede beende, will ich doch noch mal die Zeit nutzen, eine Feststellung zu machen. Ich stelle mir manchmal vor, wie ernüchternd muss es doch für die NPD gewesen zu sein, wie ernüchternd muss erst der schnelle Erfolg der Piratenpartei auf die NPD gewirkt haben. Die ganzen Verschwörungstheorien der NPD über das angeblich abgeschottete und undurchlässige demokratische System der Bundesrepublik Deutschland muss ja wie ein Kartenhaus bei Ihnen zusammengefallen sein. Da kommen ein paar Politikneulinge mit einem Sack sympathischer Ideen und fahren damit politische Erfolge ein, von denen die NPD seit Jahrzehnten in ihrer braunen Bettwäsche nur geträumt hat. Also, ich finde Ihre gesamte Performance finde ich absolut traurig und ich glaube, es dämmert Ihnen langsam selbst. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es sicherlich schon gemerkt, ich weigere mich, mich mit solchem intellektuellen, in Form eines, ich will es jetzt nicht ausdrücken, also mit so etwas, so einem Blödsinn, mich tatsächlich inhaltlich auseinandersetzen zu müssen. Die NPD soll erst einmal das Arbeiten wieder erlernen, dann dürfen Sie vielleicht auch noch mal zu Sozialleistungsmissbrauch sprechen. Solange Sie das aber nicht machen, Herr Pasteurs, Sie haben immer gut reden aus Ihrem weichen Sessel heraus. Ich sehe hier keine Leistung von Ihnen. Sie mögen vielleicht manchmal den Finger in eine Wunde legen können, aber wo sind denn die Konzepte für diese Gesellschaft? Ich sehe nichts, ich sehe überhaupt nichts, wie Sie etwas für diese Gesellschaft tun. Solange Sie hier Herr Saalfeld, mal ganz kleinen Moment. Herr Pasteurs, Sie kennen das immer wieder, diese Zwischenrufe, die dann schon fast in Dialoge sich ausbreiten. Aber Sie haben eben den Abgeordneten Saalfeld beleidigt, sogar wiederholt. Und dafür erhalten Sie den zweiten Ordnungsruf mit der Belehrung, dass ein dritter Ordnungsruf den Redeentzug nach sich zieht. Und Herr Saalfeld hat wieder das Wort. Ich war schon fast am Ende, denn ich wollte der NPD, ich weiß nicht, warum ich es mache, einen kleinen Rat mit auf den Weg geben. Sprechen Sie nicht über ehrliche Arbeit, wenn Sie es selbst nicht können. Und üben Sie sich etwas in Demut, vor allem wenn Sie so auftreten.
wie sie auftreten. Ich halte mich also kurz, wünsche allen hier im Saal noch die Kraft, dieses Trauerspiel, dieses Tagesordnungspunktes bis zum Ende durchzuhalten und danke für Ihre Aufmerksamkeit.